Hi, ich bin euer Stefan von Vegane Zeit. Jetzt zeige ich euch mal, wie man Sprossen macht. Einfach und billig. Aber erstmal, ich habe mir ein T-Shirt kreiert. Wie findet ihr das? Schreibt einfach mal eure Meinung unten drunter. Eventuell versuche ich die vielleicht sogar in Massen zu bestellen oder so. Für euch ein bisschen günstiger zu bekommen, wenn ihr natürlich dann auch den Style wollt. Und dann machen wir einfach jetzt mal mit dem Thema weiter. Ich stelle euch mal hier ab. Also ich habe hier so ein Glas, kann ich unten gerne verlinken, die habe ich bei Amazon gekauft. Das waren, glaube ich, 3 Stück, die ich gekauft habe. Die sind wirklich sehr zu empfehlen, sind auch gar nicht mehr so teuer. Dann habe ich, Quinoa geht sehr schnell, den nehme ich am besten, für, zum Beispiel für Salat oder so. Aber natürlich auch andere Sachen, also sowas wie getrocknete Kidneybohnen, getrocknete weiße Bohnen könnt ihr nehmen. Linsen könnt ihr sogar nehmen. Diverse Kerne, also Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne. Daraus wird, aus allem wird Sprossen. Also ich habe schon einige Sachen ausprobiert. Das Ganze ist ganz einfach. Ihr gebt einfach ein bisschen da was rein. Müsst aber aufpassen, dass ihr nicht zu viel macht, weil wenn die nämlich wachsen, die Sprossen, dann verbrauchen die mehr Platz. Den Fehler habe ich am Anfang gemacht. Ich habe das dann immer voll gemacht und dann irgendwann konnte man nicht mehr schütteln. Aber ich glaube, bei Quinoa ist es nicht ganz so schlimm. Dann macht ihr kaltes Wasser rein. Ich würde es einmal gut durchschütteln. Dann leert man es nochmal aus. Dann spült man so ein bisschen den Dreck weg. Ich hoffe, man kann es sehen, aber ich glaube, die Kamera hat ja einen ziemlich guten Weitwinkel. Machen wir gleich nochmal. Geht auch bei geschlossenen Deckel. Nochmal schön schütteln. So. Und dann machen wir noch ein bisschen Wasser rein. Ja, das immer, die mögen mich immer nicht. Okay, ist egal. Ein paar sind hier noch hier oben. Mal abtrocknen. Dass die ein bisschen unter Wasser sind. Haben wir es ja auch ein bisschen sauber gemacht. Das lässt man jetzt für 1-2 Stunden so ein bisschen stehen. Und dann zeige ich euch später, wie es weitergeht. Bis gleich. Mittlerweile sind 2 Stunden um und ich konnte sehen, dass ihr es nicht sehen konntet, was hinten drauf steht auf dem Shirt. Aber jetzt solltet ihr es sehen. Und jetzt mal wieder zurück zum Thema. So, die standen jetzt 2 Stunden rum. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht seht. Hier sieht man es, dass es sogar schon ein bisschen aufgegangen ist. Fangen auch an ein bisschen zu muffeln, deswegen würde ich jetzt das Wasser raustun. Und mit kaltem Wasser nachspülen. Nochmal ordentlich durchrühren. Ihr müsst keine Angst haben, dass die kaputt gehen oder so. Okay, jetzt ist das Wasser draußen. Auch wirklich gucken, dass so wenig Wasser wie möglich drinnen ist. Und dieses Plastik hat seinen Sinn. Und zwar, ich mache das dann immer so, dass ich einen Plastikteller hier genommen habe und Geschirrtücher, beziehungsweise halt so Zebertuch, und stelle das dann immer da drauf. So sammelt sich das Wasser wenigstens in dem Tuch. Und dann stellt man das einfach irgendwie ein bisschen auf Seite. Beste ist natürlich, dass auch Licht dran kommt. Und ja, ich würde halt mal so zweimal am Tag, 1 bis 2 Mal am Tag, einmal ausspülen, so wie ich es gerade eben gemacht habe. Und dann warten wir einfach mal ab. Endlich ist es soweit, die Sprossen sind fertig. Ich habe die jetzt 2 Tage lang eingelegt gehabt. Also sozusagen, ja, doch 48 Stunden ungefähr. Ich habe gestern keinen Salat mehr gegessen. Wie ihr seht, die haben wirklich schon richtig schön Farbe bekommen. Hier teilweise rosa, rot, grün. Wir spülen die nochmal aus.
bevor wir die verwenden. Wie ihr seht, die geben ganz schön viel ab, aber da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass man sich keine Gedanken machen muss. Ich habe die auf jeden Fall schon öfter so gegessen und bis jetzt geht es mir immer noch gut. Wie ihr auch seht, ist das Volumen extrem gewachsen. Also das ist echt krass. Ja, so kann man nochmal reingucken. Hier seht ihr auch nochmal im Deckel und hier so richtig schön. Und dann könnt ihr das halt am besten im Salat essen. Also wirklich einfach mit in den Salat reinhauen. Ich denke mal, früher oder später ist auf jeden Fall davon ein Bild bei Instagram von mir zu sehen. Ich denke mal, ich werde heute die auf jeden Fall noch in Salat essen und heute noch posten. Das Video wird aber erst die Tage online kommen, deswegen schaut einfach auf Instagram, dann seht ihr, wie das aussieht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.